Handfläche weist nach vorn. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Ja und? Das haben wir doch jetzt. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Vielleicht sollte ich den Kopf drehen. Sehr schön. Fast. Was? Ich fast. Aber ein Teil fehlt. Ich kann nichts mehr machen an der Statue, warum? Teil fehlt. Die Waffe wahrscheinlich, oder? Guck mal. Die habe ich schon mal gesehen. Ja, nimm die doch einfach. Nimm die. Danke. So geht das nicht. Passt. Ist aber nicht richtig. Ich kann nichts anderes machen. In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Aber ich hab's doch in der Hand. Ist der Arm rauf? Wie auf der Abbildung hier, oder? Da müsste ich auch den Mund aufmachen, ne? Nein. Daran bist du auch verzweifelt, Wüten. Jetzt, wie kommst du? Guten Abend. Alter. Also, jetzt muss ich erstmal die Waffe wieder aus der Hand legen, wahrscheinlich, oder? Jetzt kann ich wieder nichts verändern. Scheiße, ich kann die andere Kacke auch noch nehmen. Wilken, wie geht's dir? Also ich würde ja sagen, es ist die Waffe, aber es kann auch die sein, ne? Ein Kleiner. Nehmen. Ja. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Boah, der grüne Kobold. Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht. Yeah. Nicht gut. Du sagst es, ich freue mich auch drauf. Wo ist die Statue? Ich brauche Wochenende. Da drin. Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe.
Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. So, meine Kodierung ist die ganze Zeit überlastet. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Das schwieg ich doch dahin. Shindong! Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Tiefer kann ich nicht? Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Schnauze! So viel Krach wollte ich gar nicht machen. Okay. Das Regal vor mir sollte eigentlich ganz bleiben. Naja. Oh, sind doch ein paar, ne? Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Das war's. So gut geklappt. Muss leise sein. Kann ich mal die Klappe halten? Oh, da ist ja noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Auf PC wegen spiele ich. Aber mit Patch, ne? Also ist nämlich aufgefallen am Start. Den Teil danach habe ich auch mit Patch gespielt. Immer mit der Ruhe, Pete. Sachte. Jetzt sind die schon. Ah, ne, da hinten. Oh, da sind noch mehr. Shit, ey. Wow. Fisk hatte viele Sachen. Ein Raum nach dem anderen. Erst die hier, bevor ich weitermache. Der ist wenigstens ruhig. Leicht verdrückt. Ich gehe mal wieder hoch, ne? Da komm hier, first try jetzt. Kommen Sie rauf. Das war genau über deinen Tag. Nein, lassen Sie mich gehen! MJ. Oh. Stopp! Nein. Versteck dich! Komm dran hier! Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Also mal. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Ey, komm! Was geht denn jetzt ab hier? Okay, das war eine schnelle Runde. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs.
Was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Girona. Kommst du denn her? Ja, sicher. Ich renn mal. Ey, ich kann doch nicht mal ausweichen. Oh Mann. Kaum Energie jetzt, ne? Hab Gefahr. Na, geh doch weg da. Du hast keine Chance hier. Okay, okay, okay. So, wieder Energie aufladen hier. Lass mich doch mal kurz meine Waffe auswählen. Der ist ausgenockt. Okay. Alter. Oh, Anspannung hier, ey. Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie.